So, hey Leute, willkommen zu einem neuen Video und heute ist es mal wieder um Minecraft 3D-Modelle. Viel Spaß! Ja, heute habe ich mal wieder ein paar Kommentare ausgewertet und einen, ja, mache ich eigentlich immer, aber egal, ich habe auf jeden Fall ein paar Ideen von euch mit eingebracht mal wieder. Und die erste, die habt ihr schon vom Intro gesehen, eine Sonnenbrille. Und ja, die Sonnenbrille, die kann man einfach mit einem Replace-Item-Kommando aufsetzen, hier zum Beispiel mit diesem hier. Ich habe jetzt zum Beispiel hier einfach den Kohleblock mit dem Replace-Item-Kommando auf den Kopf gesetzt und habe jetzt hier praktisch eine Sonnenbrille auf. Das hat auch die Textur von dem Kohleblock und ich finde es eigentlich richtig cool in Verbindung zu dem Anzug hier, mit dem Anzug. Ist eigentlich recht cool und ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Modell. Das nächste Modell ist eine Armbanduhr. Und zwar diese Armbanduhr ist nicht auf dem Arm oder sowas, ich trage die nicht, sondern es ist in so einem kleinen Schmuckkästchen. Warum das Ganze nicht auf dem Arm ist, ja, ich habe es auf jeden Fall versucht, aber ich müsste dann es so machen, dass es einfach ein Modell ist. Ein Modell von einem Arm und diesen Arm müsste ich dann in der Hand haben, um das Ganze eben darstellen zu können, aber... Ja, das ist, ich habe das nicht gemacht, weil man müsste dann seine eigenen Skins immer in den Dateien austauschen, wenn man seinen eigenen Skin sehen will. Und es ist auch nicht wirklich schön gewesen, deswegen habe ich es einfach so gelöst jetzt hier in einem kleinen Schmuckkästchen, sogar mit Ziffernblatt. Habe ich selber gepixelt, ja. Das nächste Modell ist die Fackel. Ich habe jetzt mal ein normales Item umgemodelt praktisch. Und zwar die Fackel. Die Fackel ist ja normalerweise so ein... Ja, so ein Stäbchen einfach und hier habe ich das ein bisschen dreidimensionaler gemacht. Ja, mit so einem kleinen, mit Eisenelementen halt, der Stiel oder was auch immer ist aus Holz. Und hier in diesem kleinen Kästchen brennt dann eben die Flamme mit den Partikeln. Und an der Wand ist natürlich auch vorhanden hier mit diesen Halterungen hier. Also es gibt ja zwei Modelle, einmal das Modell, was hier auf dem Boden steht und einmal an der Wand. Dann würde ich sagen, dann geht's weiter mit dem nächsten Modell. Das nächste Modell ist eine... Ja, Brille mit Nase, also man kennt es wahrscheinlich aus irgendwelchen Scherzartikelläden oder sowas, oder irgendwelchen Filmen, auf jeden Fall, ja, also, wenn man das sowas anhat, Moment, ich mach das mal kurz, dann sieht das Ganze so aus, also ich habe jetzt praktisch eine Brille an und hier unten dran ist einfach eine Nase und, sieht ein bisschen, ne, und so, ist einfach eine Maske, sieht lustig aus und deswegen habe ich es einfach mit reingepackt und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Modell und, ja. Das nächste Modell wurde auch... in die Kommentare geschrieben, ein Mikroskop. Und dieses Mikroskop kann ich hier hin platzieren und ich habe es relativ originalgetreu gehalten. Also ich habe jetzt auf dem Internet so ein Bild rausgesucht, wie das Ganze aussieht und ich habe das relativ gut eigentlich nachgebaut, finde ich. Und hier kann man eben vorne reingucken, oben. Und hier ist die Linse, wo man die ganzen verschiedenen Zoom-Stufen einstellen kann mit dieser Platte hier. Und hier ist dann die Fläche, wo dann eben die Proben reinkommen. Und hier unten haben wir einen kleinen Scheinwerfer, eine Lampe, wo das eben von unten beleuchtet wird, sodass man das Ganze eben betrachten kann. So ein richtiges Labormikroskop. Und ja, das ist in Wirklichkeit ein schwarzer Wolleblock hier, also. Und ja, so, das war's auch schon wieder von diesem kleinen Video. Wenn ihr weitere Ideen für 3D-Modelle oder andere Sachen in Vanilla Minecraft habt, dann schreibt's gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.